Ja, es gab einmal einen Abtransport, der nicht so in kleinen Kontingenten stattfand, wie das durchaus der Fall war. Es wurden einmal die älteren Leute nur abtransportiert, ein andermal bekamen dann Frauen und Kinder, die nicht kriegswichtig irgendwo eingesetzt waren, den Befehl, sich zu melden, und wurden abtransportiert. Und einmal war es eine größere Aktion. Da waren es, ich weiß nicht, es waren aber sicher über 1000 Leute, die dann bestellt wurden, sich in einer Reithalle, leeren, ungenutzten Reithalle in der Nähe des Nordbahnhofes zu versammeln. Und dazu gehörten dann auch alle meine Schulkameraden und Freunde und auch darunter gehörte Tante Fanny dazu. Und die sammelten sich da, und auch meine sehr verehrte Klassenlehrerin Rosa Wolf. Und ich bin da auch mit dabei gewesen und habe sie begleitet und habe dann auch, als es zum Abtransport kam, das Gepäck meiner alten, sehr verehrten Klassenlehrerin tragen helfen, und wir wurden dann in einem Trupp einen von bewaffneten Soldaten mit aufgesetztem Bajonett bewaffneten Soldaten begleiteten Trupp von dieser Reithalle zum Bahnhof gebracht. Und ich trug das Gepäck meiner Lehrerin und sah dann Tante Fanny, die auch viel zu viel Gepäck mitgenommen hatte, das sie nicht tragen konnte, an der Bordsteinkante sitzen. Und ihr Gepäck konnte sie nicht mehr weitertragen. Und ich marschierte da mit, und unsere Blicke begegneten sich. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte das Gepäck meiner Lehrerin. Sollte ich das jetzt hinstellen und zur Tante Fanny gehen? Und jedenfalls, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich bin an ihr vorbeigegangen und drehte mich noch um, und unsere Blicke begegneten sich auch, ihr vorwurfsvoller Blick. Und das hat mich natürlich sehr, sehr zutiefst berührt, denn auf dem Güterbahnhof, wo die Leute dann verladen wurden, und wo die Gepäckstücke, die man da also schleppte, dann in einen separaten Wagen verladen wurden, der ja dann abgehängt auf dem Bahnhof blieb, da habe ich Tante Fanny nicht mehr gesehen. Ich bin durch erschwerte Umstände dann überhaupt wieder da rausgekommen, hätte eigentlich mittransportiert werden sollen. Das eigentlich alles zu schildern, ist ein bisschen zu langwierig. Ich habe es in meinem Buch geschildert, das ich ja hier dann vielleicht auch erwähnen darf. Jedenfalls dieses Trauma der Tante Fanny, die ja die Bezugsperson und die liebende Pflegerin meiner Kindheit war, da an der Bordsteinkante sitzen zu sehen, ihr nicht zu helfen und dann auch hinterher nie wieder was von ihr zu hören, außer dass man dann heute weiß, dass sie alle ja gleich umgebracht wurden, als sie dann wahrscheinlich nach Minsk kamen und dann in die dort umliegenden Wälder geführt wurden und dort erschossen wurden.